Ja, hallo meine Freunde, ich zeige euch heute ein nettes Programm, mit dem ihr ja, eure Programme, egal welches, eigentlich eine Portable-Version umwandelt. Das heißt, dass ihr diese Programme ohne vorherige Installation nutzen könnt. Dieses Programm heißt Cameo, ist, soweit ich weiß, ganz einfach und frei zu downloaden. Und den Link werde ich auch in die Beschreibung tun. Ja, was das Programm kann, das zeige ich euch mal. Also erstmal hat dieses Programm eine riesengroße Datenbank an Programmen, die so schon ja, portable sind praktisch, die ihr also so starten könnt. Sind natürlich dann erstmal zum Runterladen und dann kann man die einfach so starten. So. Was ihr allerdings auch könnt, ist halt eure Portable-Version eines Programms selber zu machen. Und wie das genau funktioniert, das zeige ich euch jetzt mal. Also ihr startet das Programm und drückt hier unten auf Studio. Dann habt ihr hier drei Möglichkeiten: Capture App Locally, Capture App Online und Package Editor. Mit Capture App Locally könnt ihr ja, halt eure App für euch selber machen, also eure Portable App einfach nur für euch auf eurem Rechner. Ja, Capture App Online. Da könnt ihr es glaube ich sogar hochladen irgendwie so und Package Editor habe ich mir noch nicht weiter angeguckt. Und naja, wir brauchen auf jeden Fall Capture App Locally. Da drückt ihr drauf. So, und dann macht das Programm erstmal ein Systemabbild von eurem Rechner. Das kann je nach System unterschiedlich lange dauern. Bei mir wird es wahrscheinlich etwas länger dauern, weil ich einfach, ja, mein System sehr vollgepackt ist und ich stoppe an dieser Stelle einfach das Video und wir sehen uns gleich wieder. So, ich habe nun, nachdem das Systemabbild erstellt wurde, mir mal ein Setup rausgesucht, welches ich jetzt nun als Beispiel verwenden werde. Das ist vom Firefox 17. Nightly und ja, ihr werdet jetzt sehen, es ist eigentlich ganz einfach. Unten ist nun ein Fenster aufgepoppt mit einer kleinen Record-Lampe, die mal schön aufblendet und ja, ein kleines Textfenster noch dazu. Install the software you wish to package. When installation is done, click install done. If installation requires reboot, simply reboot. So, das heißt dann einfach so viel wie ihr installiert jetzt einfach euer Programm, welches ihr installieren wollt, welches ihr zu einer Portable App machen wollt. Und danach klickt ihr einfach auf Install dann. Ich mache das jetzt einfach mal und ihr seht ja, was dann passiert. Nein, das will ich nicht. Und ja, Install Nightly. So, Launch Nightly Now. So, und jetzt sind wir damit eigentlich schon fertig. Jetzt muss ich nochmal eben abwarten. Ich weiß nicht, was hier jetzt noch kommt. Achso, nur die ganzen Updates. Okay. So, das Setup ist jetzt fertig. Ja, ist okay. Mehr will ich gar nicht. Weg, weg, weg. So, und dann drückt ihr hier auf Install dann. So, jetzt nimmt er direkt wieder ein Systemabbild nach der Installation. Und alles, was ihr jetzt dann halt braucht, packt ihr euch nochmal in eine Excel zusammen. Und diese könnt ihr dann praktisch ohne Installation verwenden. Das heißt, ihr seht das jetzt mal. Ich kann diesen Browser jetzt verwenden, ohne irgendwie was ja, zu machen. Close Tabs, ja. So, und ihr seht, das, ja, gut, das ist jetzt Englisch, weil es ist nur eine englische Version. Ist nicht großartig anders als sonst. Also, egal, ihr kennt ja den Browser. So, dann warten wir jetzt einfach mal wieder ab. Ich werde das Video jetzt wieder stoppen, weil ich ja nicht weiß, wie lange das dauern könnte. Und dann sehen wir uns gleich ein allerletztes Mal. So, da bin ich wieder. Die Exe ist nun erstellt worden. Das Fenster habe ich jetzt leider schon weggeklickt. Da war ein Pop-up, in dem stand einfach nur, dass die Datei fertig ist und unter Documents Cameo Apps abgelegt wurde. Und ja, nun habt ihr eure eigene Portable App. Und das Einzige, worüber man sich halt ein bisschen Gedanken machen muss, ist halt der Speicher, den diese App dann frisst. Also das seht ihr hier in dem Ordner Cameo Apps, ist jetzt mein Nightly. Mit 1,4 GB ist es natürlich auch nicht gerade klein.
Darüber sollte man sich immer ein bisschen im Klaren sein. Ja, aber ist ja eigentlich kein Problem, weil eine Portable App nimmt man ja meistens auf einem USB oder einem Flash Drive oder irgendwie sowas mit, und das ist ja eigentlich gar nicht mehr so wild, weil heutzutage hat ja eigentlich fast jeder den Speicher, es sei denn, man läuft noch mit einem 2 GB Stick rum, dann ist das natürlich nicht ganz so passend. So, dennoch will ich euch das schnell noch präsentieren. Ich klicke auf Nightly, der hat, ja, wurde in eine Datei praktisch komprimiert, zusammen mit den ganzen Systemdateien, die praktisch in die Registry geschrieben worden sind, und dadurch entsteht dann halt diese Portable App. Ja, ich hoffe, das Tutorial hat euch gefallen. Vielleicht nutzt ihr auch mal das Programm. Vielleicht findet ihr das ja ganz interessant. Whatever, was weiß ich. Auf jeden Fall, ich finde es gut. Ich denke mal, ich werde auch mal so ein paar Sachen machen. Ja, und dann kann ich nur sagen, ich wünsche euch viel Spaß damit und testet es auf jeden Fall mal aus. Es ist viel dabei, was einen vielleicht interessieren könnte.